mal loslegen. Warte mal, hat er schon? Was passiert? Ist er noch älter? Ja, genau. Ja. So, ich berichte jetzt hier vom Breitscheidplatz in Berlin. Wir sind also am Beginn des Kudamms und werden jetzt hier mal direkt im Livestream filmen, was hier letzten Endes passiert. Ein bisschen aufpassen, es ist jede Menge Polizei vor Ort. Als solches fahren die Kollegen auch schon mit ihren Motorrädern. Es sind Personen, die jetzt hier ankommen und also müssen wir kurz mal anhalten. Wir sehen aber hier schon, dass auf jeden Fall hier die Polizei da ist, dass hier mehrere Personen anwesend sind. Ja, ich habe gerade irgendwie schon was gehört, dass es hier jetzt um eine nicht genehmigte Versammlung handeln würde, wie auch immer das zu werten ist. Und ja, mal schauen, was wir jetzt hier rausbekommen. Grün. Ja, warte mal, ich muss hier. Ja, warte mal. So, ich muss mir jetzt gerade mal hier ein bisschen weiteres Kabel noch verschaffen, um mir tatsächlich ordentlich Bericht erstatten zu können. Jetzt hier einfach mal ein Stückchen ran. Mal schauen, was ist hier wirklich im Einzelnen passiert. Kommen jetzt verschiedene Polizisten des Weges und ich hab dich nicht gesehen. Was ist denn jetzt mit deinem Kranken? Geht jetzt mal ein Stückchen weiter hier vorne ran, oder? Ja. Und eigentlich wissen, was hier los ist. Ja, schauen wir jetzt mal. Also die Polizei hat jetzt hier offensichtlich die Personen eingekesselt, festgesetzt, wie auch immer. Eigentlich wie immer ein bisschen undurchsichtig die Gesamtsituation als solches, was jetzt hier überhaupt passiert. Schauen wir einfach mal. Dann lass uns doch da mal hingehen. Dann lass uns doch da einfach mal hingehen, oder? Moment, jetzt hier hoch. Hier hoch oder was? Da rein, warum nicht? Lass uns doch da reingehen. Entschuldigung, der Herr. Entschuldigung, ja. Wir können direkt hier bleiben, weil wir flattern jetzt vom Baum. Ach so, okay. Bleiben Sie gerade hier stehen. Okay, gut. Ja, wir sollen erstmal hier bleiben, weil wir stottern hier ab. Die Teilnehmer. Gut, man hat also Personen jetzt hier festgesetzt. Wir schauen jetzt trotzdem mal hier, wie die ganze Situation weitergeht. Die Kollegen sprachen davon, dass
oder die Polizisten sprachen jetzt gerade davon, dass diese Personen jetzt hier eben festgesetzt werden, wegen... Achso, okay. Entschuldigung, gut. Keine Presse mehr reinlassen. Okay, wir filmen jetzt ja trotzdem mal in den kompletten Platz rein. Was haben wir hier jetzt zu sehen? Ja, 50, 100 Personen, die jetzt vielleicht irgendwo hier so direkt da sind. Kann es nicht ganz genau zählen. Das ist ja eigentlich nicht richtig normalerweise. Ich treffe mich hier. Ja, der Pressebereich, jetzt hat die Polizei ja trotzdem nochmal abgesperrt und sagt jetzt hier auch, die Presse dürfte nicht mehr weiterhin rein. Ist natürlich schon auch fraglich, inwiefern das jetzt halt Pressefreiheit als solches bedeutet, dass selbst eben, wie gesagt, Pressevertreter, und da sehen wir auch die Kollegen von der Mainstream-Presse, die wir hier auf der Seite haben und die filmen hier, warum die Presse überhaupt jetzt hier auch, sag ich mal, außen vor gelassen wird. Na, das Polizeiaufgebot, also ich würde jetzt mal sagen, mehr Polizisten als tatsächlich, nennen wir es mal Teilnehmer. Man sprach ja jetzt gerade hier von einer nicht genehmigten Versammlung. Wir sehen jetzt erstmal Menschen, die hier in relativ lockerer Art und Weise beieinander sind. Da gibt es welche, die tragen Masken, und es gibt welche, die ohne sind. Und ja, es ist also eigentlich gar nicht so richtig klar, an und für sich, wie jetzt schon die ganzen letzten beiden Tage, wer jetzt überhaupt wo hier gerade steht und was überhaupt als solches passiert. Also es ist genau so eine surreale Situation, wie wir das leider schon seit unserer Ankunft hier in Berlin erlebt haben. Es werden die Herrschaften rausgeführt. Was auch immer man mit denen dann als solches tut. Achso, okay. Nee, ist ja noch. Also wann das losging, kann ich nicht sagen. Wann es dann ist. Okay. Gut, sind einige Veranstaltungen geplant, deswegen. Gut, also hier sehen wir jetzt wird hier wieder eine Dame rausgeführt. Ja, es ist zumindest erstmal alles sehr friedlich, kein Widerstand geleistet. Allerdings ist es trotzdem mir erstmal nicht richtig klar, was man jetzt mit den Personen jeweils tut. Übrigens, ich spreche gerade wieder von Personen. Ich wurde die Tage mal angesprochen, von Menschen zu reden. Das tue ich jetzt hier in dem Moment auch. Natürlich versuche ich so neutral wie möglich einfach zu berichten. Es sind Menschen sowohl auf der Seite der Polizei als auch auf der Seite auch der Demonstranten, oder wie man es jetzt immer hier nennen will. Am Ende macht jede Seite ihre Arbeit bzw. das, wofür sie einstehen. Und nehmen wir gleich mit. Genau, und filmen was? Das ist da, was ist da? Ja, alle gehen.
Ja, ich lese jetzt hier gerade im Chat da, das nennt man Diktatur. Gut, ich sag mal so, was erleben wir jetzt hier erstmal? Ja? Die Polizei versucht eine Situation zu regeln, in diese auch irgendwo gebracht ist durch die Politik. Die Veranstaltungen, die für heute mal geplant waren, sind abgesagt. Also von da tut die Polizei auch erstmal ihren normalen Dienst. Das kann man per se jetzt erstmal so und so sehen, aber zumindest ist es nicht zu verurteilen unbedingt. Sondern letzten Endes wird hier einfach jetzt offensichtlich die Identität festgestellt. Okay, also wir auch als Presse werden jetzt hier leider zurückverwiesen, was auch eigentlich nicht ganz in Ordnung ist. Laut der, genau, wir haben jetzt auch gerade eine Kollegin, ja, genau. Nee, aber wenn Sie jetzt sagen, hier, Sie gehen noch weiter, gut, wenn Sie jetzt hier eine Maßnahme machen. Gut, also hier werden jetzt noch weitere Maßnahmen durchgeführt, von daher ist die Presse auch freundlich gebeten worden, jetzt hier etwas weiter zurückzugehen. Das müssen wir leider respektieren, weil die Polizei dürfen wir in der Arbeit nicht behindern, das wollen wir auch nicht. Wie gesagt, genau das, was ich gerade sage, man kann von der Meinung her sehen, wie man das will. Letzten Endes ist es so, dass die Polizisten auch hier ihrem Beruf nachgehen erst einmal und die Dinge umsetzen, die ihnen von der Politik oder von den Gerichten letzten Endes vorgegeben sind. Wie gesagt, das kann man gut oder schlecht finden, aber das obliegt uns jetzt hier nicht, tatsächlich dazu Stellung zu nehmen. Wohin genau? Noch weiter. Ach so, okay. Ja, Entschuldigung. Gut, also jetzt wird jetzt hier als solches der Bereich vergrößert, wo man hier die tatsächliche die Identitätsfeststellung, wie sich das so gerade nennt, als solches erfolgt. Das ist an und für sich das übliche Vorgehen. Man nimmt jetzt hier einzelne Personen raus, die jetzt weggeführt werden. Wohin jetzt genau? Das werden wir jetzt gerade mal sehen. Jetzt kommt ja gerade wieder jemand, der hier von einer Dame der Polizei und einem Herrn der Polizei eskortiert wird. Schauen wir mal, wo diese Menschen jetzt hingebracht werden. Ach, man hat hier ein Schnellrestaurant jetzt. Letzten Endes übernommen oder eingerichtet, um halt tatsächlich hier die Identitäten der Teilnehmer feststellen zu können. Ist ein eigentümliches Verhalten, kann ich mir jetzt gar nicht richtig erklären, wie das jetzt zustande kommt. Wobei jetzt kommt hier wieder jemand raus. Okay. Also mein Weltbeben-Kollege, der geht jetzt einfach mal mit. Mal schauen, wo diese Menschen jetzt hingeschafft werden. Und ich versuche jetzt weiterhin hier in dem uns als Presse zugewiesenen Bereich noch mal näher ranzugehen und weiter festzustellen und weiterhin zu dokumentieren, was hier als solches passiert. Ja, die Menschen, die jetzt hier festgesetzt worden sind, rufen. Ich kann es leider von hier aus nicht verstehen, was sie tatsächlich rufen. Es gibt aber auch außerhalb dieses Kessels jetzt hier letzten Endes Leute, die aufrufen, schämt euch. Das sind halt Personen, die jetzt einfach hier zum Shoppen oder vom Shoppen kommen oder zum Shoppen gehen. Es sind genau die Situationen, die wir jetzt hier im Jahr 2021 erleben. Und man sieht schon sehr deutlich, dass wir ordentlich entfernt sind von einer Normalität als solches. Weil normalerweise, wir haben Sonntagmittag, eigentlich ein sonniger Nachmittag wo Leute auch einfach irgendwo laufen können. Wir haben es auch unterwegs schon gesehen auf der Fahrt hierher, dass größere Gruppen halt direkt festgesetzt worden sind, um vermutlicherweise auch die Identitäten festzustellen. Kannst du kurz sagen, wo sind die Leute, die man jetzt hier rausgeführt hat, wo man die hingeschafft hat? Nee, gar nichts, da ist nichts passiert. Okay. Die sind gegangen, die sind wieder zurück. So, okay. Sind die in dieses Schnellrestaurant rein da? Oder? Nee. Okay. Gut, ja. Lasst einfach mal die Bilder hier auf euch wirken. Ja, sorry.
Das ist lieb von dir. Dankeschön. 5:12 Uhr. Nein, naja, 5:30 ist es. Aber wir haben jetzt gerade hier eine Pressekollegin neben uns von 5:12 TV. Ja, es kam gerade so das geflügelte Wort, sind wir am Ende schon 10:45 oder gar schon 10:30. Und wir waren jetzt am Brandenburger Tor, da sitzen welche dort. Ich weiß nicht, was das für eine Nation war. FIFA Präsident. Ja, die dürfen es. Genau. Die dürfen es. Platz war gestern so, die als Leute sind eingekämpft worden. Ja. Und daneben war die Demo von Palästina. Ja. War genau das Gleiche. Nichts passiert. Ja, wir hören jetzt gerade auch so ein paar Stimmen hier am Rand so mit als solches. Tatsächlich die Menschen, die jetzt hier einfach so hergekommen sind und ja, hier eigentlich auch völliges Unverständnis zeigen. Wenn man das mit eigenen Augen sieht, dann glaubt man das nicht. Ja, hier sagen jetzt einfach Passanten, ja. Wenn man es nicht mit eigenen Augen sieht, dann glaubt man es nicht. Das ist auch so, das ist aber die Normalität im Jahr 2021, die sich jetzt hier als solches erstmal darstellt. Wir wissen so ganz genau, was man jetzt wirklich macht. Ja, wir müssen vielleicht auch direkt mal hingehen. Warte mal, ob ich. Aber es ist stolz? Ja, wir haben also jetzt hier auch Situationen. Natürlich werden dann auch die Polizisten als solches kritisiert über das, was sie hier tun. Ja, wie gesagt, man kann unterschiedlicher Ansicht sein, aber es sind natürlich diejenigen, die es hier nachher ausbaden müssen und erleben müssen als solches. Ja. Also man sieht definitiv, hier sind jetzt Menschen auch außerhalb der ganzen Reihe, die hier mitschauen und versuchen einfach hier Informationen zu bekommen. Gut, ich gehe jetzt mal hier ein Stückchen weiter, vielleicht nochmal ein paar andere Perspektiven von der anderen Seite aus. Also Fakt ist auf jeden Fall, der gesamte Platz ist jetzt hier durch die Polizei abgeriegelt worden. Ja, man sieht wohl die Kette auch allmählich enger, würde ich jetzt mal so sagen. Und gerade haben wir hier mit einer gewissen Entfernung auch gesehen, dass dann sehr unsanft, sagen wir mal, einzelne Menschen hier rausgezogen wurden. Ja, das ist definitiv was letztendlich nicht sein muss. Hier sehen wir aber auch die Eingeschlossenen sprechen mit der Polizei. Machen zumindest mehr als nur den Eindruck, als ob sie auch da zwar natürlich jetzt andere Ansichten haben, aber letzten Endes nicht irgendwie böswillig Dinge tun und hier machen. Eine Diktatur! Freiheit! Frieden! So, also jetzt passiert es ja auch außerhalb, dass hier mehrere Leute tatsächlich skandieren und rufen. Skandieren sollte ich auch nicht sagen, die Tage, aber sie rufen, die machen ja Unmut Luft. Ja, beobachten jetzt einfach mal hier weiterhin, was letzten Endes noch so passiert. Demokratie! Demokratie! Ja, das
Ich gehe jetzt hier noch mal ein Stückchen weiter ran. Gucken, ob wir hier von der Seite aus noch mal ein bisschen eine andere Perspektive bekommen können, was hier als solches passiert. Jetzt kommen ja auch Krankenfahrzeuge, ob die jetzt tatsächlich hier zu dieser ganzen Sache hier kommen oder ob es jetzt hier auch Verletzte in irgendeiner Form gab, das können wir jetzt nicht so genau sagen. Jetzt gehen aber nächste Polizisten rein. Ja, jetzt fragt ja jemand, warum seid ihr Polizisten geworden? Man nimmt jetzt hier wieder jemanden raus. Verdächtigerweise ist das wieder genau der Journalistenkollege, den wir auch bei uns kennen, nämlich der Martin Nejan, der jetzt wiederum vermutlicherweise auch im Livestream hier unterwegs ist. Und er unterhält sich zumindest ordentlich mit der Polizei. Was jetzt hier ganz genau passiert, ist nicht ganz klar. Da steht eine junge Frau, die hat ein Herzhälse da sich vor dem Brustkorb. Halte durch! Und sagen, dass es Ihnen schlecht geht unter den Masken. Das sind halt genau die Situationen, die wir jetzt hier als Weltbeben 2020 auch dokumentieren und dokumentieren wollen und werden. Es wird nachher einfach die Frage sein, wer hat was gewusst, wer hat wann was gemacht. Offensichtlich auch die Polizisten, denen ist das nicht ganz egal, die ganze Situation. Und die hatten wir niemals in den Krankenhäusern. Geht das in euren Köpfen rein? Und das schützt ihr. Was habt ihr geschworen, für das Volk da zu sein? Das Volk zu beschützen? Was macht ihr? Wen beschützt ihr? Wen? Die Diktatur beschützt ihr. Und wir sind eure Arbeitgeber. Von uns bekommt ihr euer Gehalt. Ihr macht Krieg von uns. Ihr werdet von uns bezahlt. Für den Scheiß, den ihr hier macht. Schämt ihr euch nicht? Könnt ihr nachts noch schlafen? Ihr seid eigentlich dafür da, uns zu beschützen und nicht schützt den Rest der Welt. Kinder? Oder schickt ihr die auch in die Schule zur Impf- und Testpflicht? Eure Kinder werden darunter genauso leiden, ja? Wenn sie geimpft werden, wenn sie unterdrückt werden und wenn sie Masken aufhaben in der Schule. Lass doch einfach die Menschen wieder frei hier. Wir machen uns doch völlig sicher mit der ganzen Frage. So, wir gucken mal gerade. Wir haben jetzt hier eine Dame gesehen, die hier tatsächlich gerade ziemlich laut geschrien hat und ziemlich laut gesprochen hat als solches. Wir haben sie jetzt hier auch nochmal dabei. Mal schauen, ob wir sie tatsächlich interviewen können. Mal sehen, wie das jetzt genau hier passiert. Ja, diese Ängste, die ich habe, ja, und ich kann es denen ins Gesicht schmeißen, ja, die uns das hier mit einkommen, ja. Vielleicht kommt ja irgendein Fünkchen hier oben an. Irgendwann. Ja. Ja, Uli versucht jetzt gerade mal ein Interview irgendwie oder ein Interview Gelegenheit für uns zu bekommen. Mal schauen, ob wir die Dame gerade vor die Kamera bekommen können. Wie gesagt, wir sind da hier im Livestream als solches und schauen wir mal, dass wir vielleicht noch was tun können. Dann nehme ich das Ding, oder? Dann nimm du es mal her, ja. Dann machen wir das nochmal. Keine Diktatur!
Scheiße. Ich kriege gerade mein Kabel nicht so richtig raus. Entschuldigung, wir sitzen zwar im Livestream, aber da ist ja auch nicht alles ganz perfekt hier. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Ja. Dürfen Sie ganz kurz, wie gesagt, mal interviewen? Ich gebe mir mal hier das Mikrofon. Sie können so einfach in der Hand halten oder ich halte es. Wir sind. Ach, nichts Schlimmes, wir machen nichts. Genau. Hier so? Ja, einfach da oben mal ran. Ran. Über Weltbeben 2020. Das ist ein privates Medienformat. Einfach mal reingucken. Momentan gerade im Livestream. Ihr sorgt auch für Aufklärung, ja? Darf ich das nochmal so fragen? Genau. Warte mal. Ich sorge auch für Aufklärung, ja? Wir versuchen für Aufklärung zu sorgen und natürlich so neutral, wie es irgend geht, zu recherchieren. Aber viele Dinge. Ja, wir sind da hier, wie gesagt, jetzt gerade. Doppelt? Wehe, ihr schneidet das, ne? Jetzt können wir eh nicht. Wir sind ja im Livestream. Das ist das Schöne und das Gute bei der ganzen Geschichte. Und wir wollen es auch gar nicht schneiden, ja? Letzten Endes wollen wir Zeitgeschichte dokumentieren. Ich denke, das ist mittlerweile das, was uns nur noch überbleibt. Ich denke, Sie haben gerade sehr vehement hier mit einem Polizisten zumindest versucht zu sprechen. Ich meine, der hat natürlich auch nicht geantwortet, aber das nicht ganz egal ist. Oder ja, irgendwie was waren Ihre Gefühle in dem Moment gerade gewesen? Einfach mal meine Wut rausschreien, weil ich sonst nicht loswerden kann, weil direkte Umgebung, alle schlafen, so nenne ich es vorsichtig. Und das war einfach jetzt mal alles loswerden, die ganze Angst, die ganze Wut, die einfach in einen steckt. Und jemanden das zeigen und ihn vielleicht irgendwie erreichen. Ja. Meine gut, letzten Endes sind es natürlich, wir haben heute jetzt Sonntagmittag, sind am Ende einige auch Familienväter und Leute, die erstmal ihren Job ausüben. Ja, mehr machen die ja im Prinzip für den Moment auch erstmal nicht. Haben natürlich wahrscheinlich auch eine Meinung, die sie jetzt hier auch nicht direkt kundtun können. Moment bitte mal, wir kriegen jetzt gerade hier vom Ton her ein bisschen ein paar Schwierigkeiten. Können Sie das irgendwie nachvollziehen oder verstehen, dass Sie einfach weiterhin Ihren Job machen? Nein, nach so langer Zeit nicht mehr. Mhm. Nein. Die haben die Möglichkeit, sich krank schreiben zu lassen. Die haben auch die Möglichkeit, sich zu informieren. Mhm. Und es gibt so viele mutige Polizisten inzwischen, die eben dann das Risiko eingehen, vom Dienst suspendiert werden. Genauso wie es viele andere mutige Menschen gibt, die eben einfach sagen, ich stehe für die Freiheit der Menschen und dann gehe ich auch das Risiko ein, meinen Job eben auch mal auf Eis zu legen. Und, ja, im Prinzip, Sie gehen ja auch ein Risiko jetzt schon ein, dass Sie überhaupt da sind. Ich meine, im Prinzip, jetzt gerade haben Sie die hier festgesetzt. Jetzt sind hier außerhalb auch schon so viele Leute, dass man sagen kann, theoretisch wäre das auch schon alles nicht mehr konform, wo der nächste Einsatz erfolgen könnte. Was glauben Sie, wie es jetzt in Summe weitergeht? Also, ich sag mal, das, was Sie dem Polizisten da jetzt gerade gesagt haben, kann ich jetzt menschlich nachvollziehen. Glauben Sie, dass das tatsächlich wirklich in der Gesellschaft mehr Einklang findet? Oder? Ich hoffe es so sehr, aber ich habe auch große Ängste. Große, große Ängste. Es wird irgendwann gut, aber die Frage ist, wann? Und die große Angst, die ich eben habe, wie viele Schäden sind bis dahin? Sei es bei den Kindern angefangen, bei den älteren Menschen, bis hin zu Existenzen, bis hin auch Leute, die sich so in dem Alter von uns einfach das Leben nehmen, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Das macht mir unwahrscheinlich große Angst. Ja. Sind Sie aus Berlin jetzt oder tatsächlich heute jetzt hierher kommen? Bei Köln. Okay, bei Köln. Weil, wie gesagt, wir sind jetzt am Freitag angereist als Weltbeben-Team und haben eigentlich hier im ersten Moment so eine Art Normalität gespürt, so gedacht, Mensch, Restaurants, da sitzen Leute drin und alles drum und dran, bis wir dann eigentlich gemerkt haben, ja gut, nur mit Test, mit vorheriger Anmeldung, mit eigentlich Dingen, die ja mit Freiheit nicht viel zu tun haben. Ja. Aber trotzdem genießen das die Menschen offensichtlich, also weil die Restaurants waren ja voll. Ja, ja, und auch die Läden sind voll und alles. Ich bin sauer auf die, weil die das unter den Bedingungen mitmachen, weil die einfach dieses System weiter mitspielen. Deswegen bin ich richtig sauer auf diese Menschen, weil die spielen sich selber eine Freiheit vor, die gar keine Freiheit ist. Die belügen sich selber. Und ja, gut, somit das ist ja weiter genau das, was wir hier gerade erleben. Ja. Die belügen weiterhin sich selber und die Gesellschaft. Ja, und ich frage mich wirklich, wo ist die rote Linie bei den Menschen? Wann ist die erreicht? Und da habe ich echt immer mehr Angst, dass manche Leute gar keine rote Linie haben. Ja klar, ich meine gut, wir haben jetzt 15 Monate diese pandemische Situation. Wenn man sich überlegt, letztes Jahr im August waren hier am Ende, ja gut,
Die einen sagen 1 Million, die anderen sagen 30.000, das ist mal egal, irgendwo, es waren Mengen an Menschen. Genau. Wenn wir uns das Wochenende uns mal anschauen, ist es recht übersichtlich, gestern schon, heute wieder. Leider. Auch mit Sicherheit ist nicht nur, weil gerade alles abgesagt ist, aber es sind einfach auch keine Menschen da. Und das zeigt ja eigentlich viel mehr, dass sie, glaube ich, immer mehr entweder resignieren oder akzeptieren. Ja, ja, leider. Von da habe ich jetzt eher den Eindruck, dass der Widerstand wird weniger. Ja, die traurige... Wie ist es denn in Köln zum Beispiel, also wenn Sie sagen, Sie sind dort vor Ort aktiv? Können Sie auch vergessen. Ja, okay. Auch einfach viel zu wenig Menschen, die auf die Straße gehen. Mhm. Deswegen, ich fahre mal nach Düsseldorf, weil da eine gewisse Bewegung da ist, die dann auch wiederum Stuttgart, Kassel und so weiter, auch Berlin unterwegs sind. Mhm. Und, aber auch da sind es immer mal auch wirklich wenig, wenig Menschen. Und das ist auch schon immer wieder sehr deprimierend. Mhm. Ich fühle es für mich, dass es richtig ist, dass ich trotzdem hingehe. Aber wenn eben sehr wenige Menschen da sind, ist es halt auch deprimierend. Ne? Ja, und, ja. Ich hatte auch gerade den Eindruck, dass Sie eben wirklich mit Herzblut bei der ganzen Sache gerade dabei sind. Ja? Also von da sage ich einfach mal, bleiben Sie so engagiert, das ist also wichtig. Ja, ich versuche halt parallel was zu machen. Einmal, dass mein Mann und ich auch in der Basis sind, dass wir da aktiv sind. Dann sind wir im Freiheitsverbund, den bauen wir jetzt auf. Und ich unterstütze halt auch... Der Freiheitsverbund, was ist das? Was muss ich mir da vorstellen? Ja, das ist eine Plattform, die auch mithilfe eines Anwalts eine Verfassungsbeschwerde eingereicht hat, die jetzt eine Verfassungsbeschwerde wegen den Kindern auch einreicht. Wir haben dort einen Freiheitszähler, der einfach die Idee verbirgt, dass wir die Menschen zählen wollen, die wirklich Freiheit wollen. Dass wir einfach ein Gefühl haben, wie viel sind wir und dass wir einfach Solidarität spüren. Mhm. Wir sind nicht alleine. Ja? Und da versuchen wir halt jetzt den aufzubauen mit wichtigen Informationen. Einfach, also jetzt nicht jede Karikatur und jeden Witz oder so, sondern das, was wichtig ist an Informationen dort zu bündeln. Was man eben macht, wenn man Bescheid gekriegt hat wegen Nichtbefreiung oder ja und so weiter, diese Ordnungswidrigkeiten, wie man sich da verhält. Also diese wichtigen Dinge dort eben zu bündeln, das ist unser Ziel, wo wir jetzt aber eben dran arbeiten. Halt. Okay. Ja, dann vielen Dank für die offenen Worte. Da am Rande der darf ich noch eine Sache bringen? Noch sind wir auf Sendung, ja, ist alles gut. Und ja. Zwar, Es gibt ein... Also jetzt sieht man von außerhalb sogar, dass hier wirklich ganz massiv, so ähnlich wie Sie es auch gerade getan haben, einfach mal losgegangen wird und gerufen wird, lasst die Leute frei. Ja, mal schauen, wie die Polizei sich da verhält. Ja. Leider haben wir es an einigen Stellen schon festgestellt, dass es eben nicht so richtig funktioniert. Darf ich einmal zeigen? Es gibt auf dem Telegram-Kanal das Pflege- und Krankenhauspersonal. Der Aufklärung berichtet, ja, okay. Die haben ihren Kanal am 6. April gestartet, haben jetzt, ich habe heute noch nicht reingeguckt, ich glaube, über 58.000 Abonnenten und tagtäglich 5 bis 10 neue Beiträge von Menschen in dem Bereich, die tagtäglich erklären, was abgeht im Krankenhaus, in den ambulanten Diensten das ist und so weiter. Der Telegram-Kanal, der jetzt der Telegram-Kanal, in der den hat mein Mann jetzt in diesem Buch verfasst. Ja, und dieses Buch wollen wir halt über den Freiheitsverbund verbreiten. Mhm. Spannend, ja. Also, und der Telegram-Kanal heißt direkt, also Pflege- und Krankenhauspersonal? Ja. Oder wie, ja, okay. Ja. Ja gut, dann durchaus mal reinschauen. Bestimmt auch interessant, weil gerade sind die Leute, die direkt vor Ort ja dran sind und am ehesten die einschätzen können, so viele was Menschen los können ist, nicht lügen und hier kann man einfach, es ist kein Buch, was man vorne anfängt und bis hinten, man kann wirklich einfach jede Seite mal aufschlagen und sich immer kleine Geschichten in Anführungsstrichen, aus dem realen Leben der Menschen dort, die dort arbeiten, durchlesen. Spannend, ja. Und also wir haben, das ist ja schon Zeitgeschichte. Ja, ich sag mal, ein Buch ist vor allen Dingen nicht veränderbar. Ja. Es ist einfach gedruckt. Ja. Genau. Die Bücher von vor 500 Jahren sind nicht wie Wikipedia, die sind dokumentiert bis in alle Ewigkeit, das ist unser Mikro sogar runtergefallen. Und, also total spannend. Ja, das sind die Dinge. Wir haben gestern mit dem Ralf Ludwig ein Interview geführt. Ja. Und er sagte auch, die Zeit, man weiß nie, wohin es geht. Aber eine saubere Dokumentation des Zeitgeschehens ist das Allerwichtigste. Ja. Weil wie immer in der Geschichte, im Nachgang hat niemand was davon gehört, niemand was gesehen. Genau. Und hier ist es wirklich dokumentiert. Ja, genau. Genau. Wir haben, also das jetzt
der 11. Mai aufgehört. Wir haben heute den 23. Mhm. Das Buch hatte jetzt 280 Seiten. Mein Mann hatte jetzt schon fast 400 Seiten. Mhm. Ist es jetzt schon wieder, ja, mhm. nach den paar Tagen. Ja, und Wahnsinn. Wenn man das mal sieht, damit hatte mein Mann das beendet. Denn die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Ja, wie okay. oft haben wir den Satz gehört? Ja. Wie oft? Ja, ja. Wie genau oft so. War dieser Satz eine Lüge? Ja. Gut, dann schauen wir, dass er hoffentlich bald Wahrheit wird. Und wenn die nächsten, was? Wenn die nächsten, ach so, ja. Genau, halten uns so hin. Wir hoffen, dass die nächsten Wochen wirklich entscheidend werden. Ja. Unsere Standard- oder wichtigste Frage am Schluss ist eigentlich immer die, wo sehen Sie uns in 3 Monaten? Ich hoffe in der Befreiung. Also wirklich, dass wir befreit sind. Ich hoffe es so sehr. Dann lassen wir es einfach genau so auch stehen. Die Polizei kommt jetzt hier, greift jetzt auch die Presse und dergleichen weiter. Also von da, ich denke mal, wir müssen jetzt einfach schauen hier, dass wir auch durchkommen. Vielen Dank fürs Interview. Ja, bitte, bitte. Wir bleiben weiterhin im Livestream. Ich kapsel Sie gerade nochmal ab oder Sie stöpseln sich selber mal ab da. Einfach so aufzwickern. Ich sehe nicht, wo ich die Klammer da reißen muss. So, und dann, ja, genau. Okay, ja, wir danken. Ja. Vor allen Dingen auch zu berichten von eigentlich überall. Also er kommt von Stuttgart und ich komme von Frankfurt am Main. Und ja, genau. Gut, okay. Wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwo nicht völlig gegen die Wand kommen. Dankeschön, genau. Die wahre Welt. Also die wahre Traum. Genau, genau. Ja gut, die werden wir jetzt hier genau dokumentieren weiter. Und mal schauen, was da jetzt als solches hier noch passiert. Wo ist jetzt mein zweites Kabel? Ja. Ich muss mal kurz mal ein bisschen verkabeln hier neu. Entschuldigung. Kurz den Personalausweis. Ja, ja, klar. Ja, Moment. Ja, ich sehe es. Ein bisschen gerade bitte. Ja, gerade so. Okay, gut. Dankeschön. Wo hast du denn außen? Ja, ja, genau. Das ist mein Kameramann. Also, Ulrich hätte ich. Okay, Dankeschön. Ja, also, wie gesagt, wir waren es ja gerade von der Polizei. Die haben jetzt hier einfach den Bereich geräumt, wobei das jetzt sehr korrekt war. Man hat jetzt hier die Presse weiterhin gewähren lassen, also anders als wir das gestern erlebt haben. Wirklich sehr, sehr, sehr freundlich, gerade der Polizist. Also auch einfach vielleicht eine Situation, wo man sagen muss, wie gesagt, man muss beide Seiten verstehen. Ja? Die Demonstranten und die Menschen, die jetzt hier außerhalb sind, sind natürlich Stimmung in einer auch gewissen Form von Wut. Umgekehrt muss man aber definitiv auch sagen, auch die Polizisten üben hier ihren Beruf aus, arbeiten hier. Die sind mit Sicherheit nicht mit allem völlig einverstanden. Mein Überlegenswert ist halt wirklich das Thema, was die Dame uns gerade sagte. Zieht der Polizist auch seine Konsequenzen? Zieht der Einzelne und sagt tatsächlich, nee, das kann ich für mich nicht mehr verantworten? Das wird man halt einfach mal sehen müssen. Die Geschichte wird es einfach zeigen. Ja. Von daher, ich würde sagen, wir berichten einfach weiter, was jetzt hier tatsächlich noch weiter passiert. Wobei es im Prinzip so ist, dass sich die Gesamtsituation immer weiter auseinander bewegt. Man separiert jetzt hier die Eingeschlossenen als solches. Und ich gehe jetzt einfach mal hier auch ein bisschen noch weiter, um nochmal von einer anderen Perspektive halt letzten Endes auch nochmal Aufnahmen als solches zu machen. Mal schauen, ob wir jetzt hier noch einfangen können. Es ist aber auch hier der seitliche Bereich nochmal abgesperrt worden. Hier sind jetzt Polizeifahrzeuge stehen. Aber vom Grundsatz her erstmal ja, eine grundsätzlich ruhige Situation hier als solches. Und hier haben sich jetzt nochmal Menschen angesammelt, wie auch immer
das jetzt hier zu verstehen ist. Die Polizei sperrt das eben hier ab, sichert das jetzt ab. Wir schauen also weiterhin, was hier aktuell so passiert. Mach schon mal Platz, wir wollen an die Autos ran. Ich bin jetzt hier nicht sicher, also gut, die Polizei räumt jetzt vermutlicherweise hier den Platz, also die Menschen werden immer weiter zurückgedrängt. Da kommen jetzt hier auch noch mal Pressekollegen tatsächlich raus, die hier auch berichten. Das sind schon Situationen hier im Mai 2021, die man sich durchaus anders wünscht. Ein Pfingstwochenende, was die Menschen tatsächlich im Garten, im Freien, in der Natur als solches verleben könnten und jetzt hier in Berlin, mitten in Berlin unterwegs sind. Gut, ich denke, das ist das, was wir jetzt hier berichten können, aus dem Livestream heraus. Mal schauen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich ja nicht am Ende überfahren werde. Ich fühle mich jetzt einfach mal komplett an dieser Polizeireihe oder an den Polizeifahrzeugen vorbei und schaue jetzt mal, dass ich meinen Weltbeben-Kollegen wieder finde. Mal gucken, wo der gerade ist. Ja, hier passieren jetzt halt tatsächlich Verhaftungen, werden also Leute abgeführt. Das sehen wir hier auch ganz genau gerade. Die werden jetzt hier seitlich fortgeführt. Ja, mal gucken, also die kommen jetzt hier drüben her. Muss ein bisschen auch aufpassen, dass ich jetzt nicht selber Schaden nehme. Ja, jetzt wollte ich eigentlich gerade schon den Livestream abbrechen, aber wie es immer so ist, passieren dann doch nochmal ganz spannende Sachen. Also tatsächlich, hier werden jetzt einzelne Menschen weggeführt. Die Polizei geht dann auch bei Rot über die Ampel mal rüber, einfach mal so festgestellt, obwohl es ja letztendlich gar keine Not und keine Eile gibt. Also auch so interessante Dinge. Das Schöne hier, das rote und grüne Ampelmännchen, so wie man es aus der DDR als solches kennt, ist vielleicht auch so ein Zeichen, dass so DDR-Verhältnisse trotzdem immer wieder Einzug nehmen. Die Polizei hat wohl jetzt hier ein Dokumentationszentrum als solches eingerichtet, wo vermutlicherweise die Identitäten der Menschen festgehalten und festgestellt werden. Ja, da kommen jetzt im Prinzip mehrere werden jetzt hier, ich möchte fast sagen, zugeführt, wie es seinerzeit hieß. Also von daher, das sind tatsächlich hier die Situationen, wobei eben in der Tat die Polizei erstmal das tut, was die Polizei als Auftrag auch hat. Und die Dinge tatsächlich umsetzt. Jetzt kommt es hier zu Szenen, die ich gerade nicht so ganz nachvollziehen kann, warum das jetzt hier genau gerade so gewaltsam dahergeht. Ob das jetzt gerade sein muss, jetzt kommen hier noch weitere Polizisten an. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so gerade ganz, warum der Herr jetzt hier Widerstand leistet. Kann ich jetzt eigentlich nicht so richtig erkennen, ob er tatsächlich Widerstand leistet. Alle weg hier! Ich bin von der Presse.
Alle weg hier. Ich bin von der Presse, ich darf das dokumentieren. Ja, jetzt haben wir also tatsächlich mal eine Situation erlebt. Warum verstellt sich das hier gerade? Mal schauen, also ich habe jetzt eigentlich nicht feststellen können, was jetzt hier gerade passiert ist. Ich habe es auch wirklich nicht gesehen. Muss man sich im Nachgang nochmal genauer angucken, was da jetzt tatsächlich gerade passiert ist. Ich kann es also echt nicht einschätzen, ja, was da jetzt gerade gewesen ist. Gut, jetzt müssen wir einfach schauen. So ganz genau dürfen wir das nicht dokumentieren. Jetzt wird wohl ein Zeuge aufgenommen, weil das der Herr ist, der jetzt hier gerade vorbeigelaufen ist und dokumentiert hat. Wie gesagt, das dürfen wir jetzt nicht im Detail filmen. Von daher, ich schaue einfach mal hier, was weiterhin hier als solches passiert. Man hat also tatsächlich jetzt hier einen Bereich eingerichtet, wo die Polizei dokumentiert, was hier, welche Personen jetzt hier dabei waren. Und ja, schauen wir mal. Ich gucke auch gleich nochmal, dass ich vielleicht mit dem jungen Mann hier ins Gespräch komme, der hier gerade als Zeuge unterwegs war. Wir sehen aber eben auch, die Polizei hat auch mich gerade massiv versucht zu vertreiben. Also das, was sonst hier gerade auch passiert ist. Wobei ich im ersten Moment sagen möchte, gut, dann haben sie mich gesehen, dass ich von der Presse bin. Müssen wir jetzt eigentlich gerade mal schauen. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Ich bin ja gerade im Livestream, ich habe die ganze Situation gerade gefilmt. Mir war aber nicht richtig klar, was hier wirklich gerade passiert ist. Also waren Sie jetzt Zeuge oder kennen Sie den jungen Mann oder den Herrn? Mein bester Freund. Ja, okay. Mein Bruder, ja. Okay. Wir haben normal gefragt, ob man da durch kann. Ja, ja. Wir konnten nicht durch. Also Sie kamen jetzt nicht von hier drüben, sondern Sie liefen einfach hier als Passant vorbei gerade. Ja, ja, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, Sie wären hier von denen gekommen, die da drüben jetzt gerade festgesetzt worden sind und dann hier rüber sind. Ja, okay. Dann hat der Polizist den Kopf durchgehen. Ja. Nein, aber auf freche Art und Weise natürlich. Ja, ja, okay. Und dann dachte mir mein Freund, reden Sie so mit mir? Ja. Wir wollten gehen, ich habe mich sogar weggezogen. Auf einmal fängt der Polizist an, der ganz kleine da ihn einfach wegzuschubsen. Mhm. Okay. Er ist nicht einer, der sich sowas gefallen lässt, ja. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt expandiert das. Ja gut, okay, aber war das jetzt also, wir sind wie gesagt im Live, wir sollten das auch nicht genau festhalten, also wir müssen ja nicht Ihren Freund belasten. Mich hat nur mal interessiert, was ist jetzt tatsächlich gerade passiert, also okay. Ich denke, wir lassen es einfach mal so stehen, muss man jetzt gucken, was die Polizisten, Kollegen hier tun, weil ich halt wirklich nicht gesehen habe, was jetzt hier gerade passiert, genau. Gut, hier sehen wir im letzten Endes auch, dass wir doch tatsächlich eben auch Menschen, naja, gut, ich sag mal, normalerweise könnte man eigentlich frei mit denen laufen. Ja. Aber warum das jetzt wirklich hier so gemacht wird, das verstehe ich ehrlich gesagt auch als solches nicht. Aber wir haben es an anderen Stellen genauso gerade erlebt, dass einfach tatsächlich doch massiver mit den Leuten vorgegangen wird, als es anderweitig sein muss. Also warum das so ist, irgendwie unbegreiflich. Ja, okay, gut, dann ich halte Sie nicht weiter auf. Trotzdem guten Tag und hoffentlich. Nein, gebt mir Mühe. Als Presse kann ich aber recht frei berichten und. Noch haben wir die freie Presse, so halte ich, ja. Genau. Gut, ich berichte weiter. Ja, jetzt haben wir es also gehabt. So ist es im Livestream. Plötzlich passiert dann irgendwas. Wie gesagt, was ja offensichtlich jetzt hier mit der Sache erstmal gar nichts zu tun hat, aber natürlich auch eine Situation. Jemand geht auf den Fußweg. Und ja, klar, hat sich offensichtlich der Polizei widersetzt. Also das sah schon erstmal auch so aus. Von daher jetzt nicht unbedingt eine Sache, wo man sagen muss, die Polizei jetzt völlig unrechtmäßig, aber wie sie halt natürlich gerade vorgegangen sind, wir haben es ja direkt gefilmt, oder ich habe es gerade auch direkt gefilmt, ist jetzt auch die Frage, ob das zwingend sein muss oder ob man nicht einfach sagt, Mensch, okay, angesprochen, gesagt, nein, hier, so und so ist das. Es zeigt sehr deutlich, auf welchem Niveau wir mittlerweile angekommen sind, wie auch aggressiv oder angespannt halt alle Seiten letzten Endes sind. Ja, das ist einfach die Situation. Ich spreche es gerade nochmal an, das ist die Situation im Jahr 2021, wo man einfach feststellt, wir sind sehr weit von der Normalität entfernt. Ja.
als solches. Hier kommt jetzt die Polizei als solches und ja, räumt jetzt sukzessive den gesamten Bereich, schafft jetzt hier auch Herrschaften beiseite. Warum auch immer, wird hier halt auf jeden Fall jetzt einfach erstmal freigeräumt. Und ja, die Menschen werden einfach gebeten, hier einen anderen Ort einzunehmen. Ich bin von der Presse, ja. Das ist aber kein originaler Presseausweis. Warum ist es kein originaler Presseausweis? Weil das nicht der vom Deutschen Pressebund ist. Ich bin ein freier Journalist. Ich berufe mich auf das Artikel 5 Grundgesetz und berichte hier vor Ort. Ist das der originale Presseausweis? Das ist kein originaler Presseausweis. Nein, das sehen Sie. Ich bin aber ein originaler Journalist. Was ist ein Journalist? Jemand, der Bericht erstattet. Und ich dokumentiere die Zeitgeschichte, oder? Ja. Mehr tue ich nicht. Und damit komme ich nach Artikel 5 Grundgesetz daher. Und bitte? Stellen Sie einfach die Mitte, dann können Sie filmen. Wieso auf die Mitte? Weil der Polizeiführer gerade angeordnet hat, dass wir bis hierhin. Okay, das, ja, gut, das ist okay. Ja, wenn wir reden ja ganz normal. Nee, ja, genau. Ja, okay. Einfach nur bitte rübergehen. Ja, mache ich. Okay, alles klar. Gut, danke schön. Bleiben Sie in der Mitte stehen und fertig. Dankeschön, gut. Ja, also das war jetzt von der Sache her korrekt gewesen. Der Polizist hat mir jetzt gerade mitgeteilt, dass der Polizeiführer jetzt tatsächlich hier die Freiräumung des Bereichs angeordnet hat. Und in dem Moment muss man auch wiederum sagen, Pressefreiheit ist als solches damit auch gewährt, dass tatsächlich, muss ich jetzt hier schauen, dass wir hier einfach auch nicht überfahren werden. Ich muss aber auch gerade mal hier ein bisschen meine Kamera stabilisieren, die offensichtlich gerade irgendwie ein Problem hat. Jetzt steht er, ja, okay, gut. Leider nicht. Offensichtlich habe ich hier tatsächlich ein technisches Problem gerade. Ja, ich muss einfach gerade ein bisschen schauen hier, weil halt tatsächlich hier meine Technik leider nicht ganz so hinhaut. Was lese ich gerade jetzt hier im Chat? Der Chat ist gerade schon durch nochmal. So, da sind wir wieder im Livestream. Wir hatten das gerade ein kleines technisches Problem, deshalb musste ich auch recht kurzfristig abbrechen. Aber jetzt kann ich hier natürlich wieder berichten und wir haben jetzt gerade die Situation. Markus Heinz ist jetzt hier vor Ort, der hier auch gerade genau zum Thema Pressefreiheit spricht. Mit einem Herrn, der jetzt offensichtlich hier. Ja, du kannst ja sagen, dass du Pressevertreter bist, dass du jetzt raus möchtest, dass man dir nichts vorwirft und dass du dann halt, also keine Sache, das ist eine ganz klare Freiheitsberaubung. Also ich kann jetzt nur sagen, was ich machen würde, wenn ich jetzt da drin wäre, ich würde die Polizeibeamten mehrfach darauf hinweisen, was sie gerade tun. Hast du nach dem... Hast du dir die Dienstnummern der Einsatz der Kräfte geben gelassen? Im Zweifel ist eine geschlossene Einheit, aber hast du nach dem verantwortlichen Einsatzleiter gefragt? Also, mal kurz meine Einschätzung dazu.
Also rechtlich absolut eindeutig, es gibt nichts, warum man den Olli hier festhalten könnte. Zunächst mal eine geschlossene Einheit. Haben die Herren Nummern dran? Könnt ihr ja die Nummern mal euch aufschreiben? Ja, wenn ihr Nummern habt, dann könnt ihr ja mit diesen Nummern dann auch am Ende schon schauen, wer das jetzt ist. Und die Herren können natürlich bei ihrem Einsatzleiter fragen, ob sie den Pressevertreter rechtswidrig festhalten dürfen oder ob das möglicherweise auch den Platz kommt. Ja, wir haben weit über 10, insgesamt wahrscheinlich mehrere 10.000 live. Jetzt vielleicht nochmal die juristische Würdigung. Grundsätzlich ist es natürlich so, die Herren haben ja alle, die Damen haben eine Anweisung gehoben, was sie jetzt tun dürfen oder was sie zu tun haben. Das ist beim Olli jetzt überhaupt kein Grund festzuhalten. Das heißt, zunächst mal ist es eine Freiheitsberaubung, was eine Straftat ist. Natürlich braucht man dazu einen Vorsatz. Jetzt hat der Olli mit den Herren geredet. Und die müssten jetzt eigentlich, da sie die Zeit dazu ersichtlich haben, bei ihrem Einsatzleiter nachfragen, darf ich hier Pressevertreter, die den Raum verlassen wollen, festhalten? Und dann müsste der Einsatzleiter zu der Erkenntnis kommen, nein, das dürfen sie nicht, weil Pressearbeit natürlich in beiden Richtungen funktioniert. Und wenn man diese Rückfrage nicht macht, setzt man sich natürlich als Polizist der Gefahr einer Strafrechnung vor. Das ist ganz klar, ich habe sowas auch schon gehabt. Frankfurt, bin ich auf die Herren zugegangen, da war die Maßnahme eigentlich beendet, man hat mich trotzdem rausgelassen und ich sage, wenn Sie mich nicht in den nächsten 2 Minuten rauslassen, dann hatte ich viel Strafanzeige wegen Freiheitsberaubung und das geht dann meistens relativ schnell und in dem Moment, wo der Polizist vergisst, dann weiß er auch, was er tut, dann weiß er, was er unrecht handelt, dann hat er einen Vorsatz. Der Polizeibeamte auch bei der entsprechenden Urteile mit seinem Job. Und ja, auch das jetzt wieder eine spannende Geschichte. Also ich hätte heute bestimmt schon 20 Anlässe gehabt, eine spontan von der Eilversammlung anzumelden gegen die Behinderung der Pressearbeit in Berlin. Ich jetzt selber nicht, weil ich hier noch zu tun habe, aber das macht Sinn. Ja, wohl, wir filmen sehr urzeug. Locken drauf. Was? Feiern haben wir Ruhe, aber trotzdem, das muss ja auch nicht sein. Und die Polizei ist zwar entspannt, aber sichtlich juristisch nicht anwesend. Also höflich machen. Absolut innerlich. Dass man nicht den normalen Menschen reicht, um sie festzuhalten. Weil es da auch die ganze Zeit ja, kann man natürlich machen und dann ist halt die Frage, aber ich sage, ich bin jetzt nicht zu viel, konzentriere mich jetzt hier auf die Pressearbeit und ich habe Diese Teilnehmer einer verbotenen Versammlung und haben gegen die Corona-Vorschriften verstoßen. Deshalb wird ihre Identität festgestellt. Ende der Durchsage.
Ja, also jetzt haben wir hier, ich sage gerade noch mal ein paar Worte dazu, jetzt haben wir hier gerade eine Situation gehabt. Hier ist ja offensichtlich ein Kollege von uns, auch ein Pressevertreter, mit in dem Kreis drin. Wir sehen hier auf der Seite nochmal da der Herr mit der roten Kappe. Ich kenne ihn jetzt mit Namen leider gerade nicht. Er berichtet also direkt vor Ort und ist drin. An und für sich sogar das eigentlich, was wir bei Weltbeben machen. Wir sind eigentlich mittendrin. Wir sind aber jetzt hier diesmal zum Zeitpunkt gekommen, wo die Polizei in der Tat schon abgeriegelt hatte und eingekreist hatte. In der Tat stimmt das. Ich habe es ja erst gerade auch berichtet, dass die Polizei jetzt sukzessive Menschen hier rausführt. Hier sehen wir es gerade auch wieder. Also die werden dann rausgeführt, werden dann zu diesen erkennungsdienstlichen Maßnahmen da letzten Endes begleitet. Weil man sagen muss, zumindest geht das hier jetzt alles sehr korrekt und friedlich ab. Man sieht es ja, die werden einfach begleitet. Das ist erstmal grundsätzlich eine Geschichte, die ja so als solches, was heißt in Ordnung ist, aber zumindest erstmal akzeptabel ist als solches. Und das andere, was ich erst gerade dann, kurz bevor ich abbrechen musste, auch gesehen habe, war natürlich genau die anderen Situationen, wo halt wirklich Menschen, die grundsätzlich willig offensichtlich waren und mitgelaufen sind mit der Polizei, dann eben trotzdem irgendwie grob angepackt wurden, nahezu mitgeschleift wurden. Das ist natürlich einfach auch eine Sache, wie führt wer seinen Dienst aus? Ja? Das muss man ganz, ganz klar sehen. Und das sind ja so die Anfänge. Wir hatten das gerade die eine Dame da bei uns im Livestream gehabt, die tatsächlich so an das Gewissen der Polizei appelliert hat. Und selbst wenn wir jetzt mal einfach sagen, ja, die Herrschaften der Polizei führen jetzt hier ihren Dienst aus im Amt, muss man eben immer noch sagen, der Dienst kann ich so und so ausführen. Und ich bin mal gespannt. Also das, was der Markus Heinz da gesagt hat, habe ich jetzt nicht ganz im Detail verstanden. Aber es lief ja sukzessive darauf raus, dass er sagte, die Polizisten sollten konkret angesprochen werden, dass er Pressevertreter ist und dass er hier rauszulassen ist. Und das hat man halt einfach nicht getan. Gut, wir berichten einfach weiter. Wir gehen jetzt mal ein Stückchen und dann sehen wir, was hier letzten Endes passiert. Maske und Zeug da auch noch macht. Maske und was zeigt der Test und so? Ja? Nee, der war nett, der sagt, der will das mal prüfen lassen. Der will das mal prüfen lassen, okay. Und der sagte, nee, der will das prüfen lassen. Sagt, normal sind es ja Plastikkarten und sowas, ja, also besser, aber soll ich besucht den Haus, das gibt keinen. Sagt er, ja. Ja gut, also wir haben jetzt selber hier auch gerade mal mit meinem Journalistenkollegen die Fragestellung und der Markus Heinz hat es ja selber gerade gesagt gehabt, es gibt im eigentlichen Sinne keinen Presseausweis. Ja. Presseausweise werden ausgestellt von den Medieninstituten bzw. auch von Gewerkschaften, glaube ich, so wie ich es selber nachgelesen habe. Wir haben das auch bei Wikipedia etliche Male schon geprüft und hinterfragt. Und wir haben es eben jetzt selber auch erlebt gestern, dass wir als Presse tatsächlich behindert worden sind. Heute habe ich jetzt wiederum festgestellt, es bedarf einer gewissen Hartnäckigkeit. Aber ich hatte auch hier vorne erst gerade mit Herrschaften gesprochen von der Polizei, die eben auch sagten, ja, haben Sie einen Presseausweis? Und ich habe dann gesagt, ich habe hier meine Kennkarte, dass ich Pressevertreter letzten Endes bin. Und das müssen Sie in dem Moment dann auch erstmal so akzeptieren. Und dann gab es natürlich in der Tat so ein paar Diskussionen dazu. Aber letzten Endes ist es dann auch einfach so gewesen, dass die Herrschaften das akzeptiert hatten und gesagt haben, ja, okay, das passt so als solches. Gut, darüber. Okay. Gut, wir haben jetzt hier auch nochmal überhaupt so die Polizeifahrzeuge, mit Sicherheit nichts ganz Spannendes, aber natürlich eben, man ist hier recht massiv aufgetreten, wir müssen weiterhin ein bisschen schauen, dass wir uns hier nicht selber gefährden, also hier ist im Prinzip noch ein ganz normaler Regelfahrbetrieb als solches und von da muss man einfach ein bisschen schauen, dass wir nicht noch Schaden nehmen hier. Uli, halt die aus. Ausschalten. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt hier erstmal aus dem Livestream, weil aktuell ist jetzt hier nichts, wo wir direkt weiter berichten können und sollen. Wegen Ausruf von der Polizei gewartet, wie es geht.